Jetzt sperrt die Ohren auf. Kalifornien liegt da drüben hinter den Bergen. Es wird Zeit, dass wir den verschissenen Gringos auf die Füße treten. Aber dazu müssen wir uns erst mal trennen. Drei oder vier Männer fallen nicht so schnell auf. Und falls euch irgend so ein dreckiger Gringo begegnet, seid ein bisschen nett zu ihm. Sonst brüllt er die ganze Gegend zusammen. Wenn einer von euch Scheiße macht und die Sache platzen lässt, kriegt er ein Loch ins Hemd. Mich interessiert nur, wer den Schatz rüberschafft. Wir beide, würde ich sagen. Und wenn es dich beruhigt, dann nehmen wir noch zwei Männer dazu. Das Zeug nimmt uns keiner ab. Also in 12 Tagen treffen wir uns. Auf der Ranch von Ramirez. Viva Carancho! Viva Carancho! Ramon, Pedro, ihr teilt die Gruppen ein. Jede mit 3 Mann, verstanden? Passt auf, dass ihr genügend Abstand voneinander haltet. Der Himmel gefällt mir heute gar nicht. Hör mal, ich hab da was Leuten hören, dass in den Bergen Soldaten sind. Ich hätte es besser gefunden, wir hätten die Männer nicht aufgeteilt. Anderer Meinung? Wirklich eine blöde Idee. Die Gringos machen keine langen Sprüche, die ballern gleich los. Ja, möglich, dass sie das tun. Wäre nicht lustig. Wir brauchen die Männer noch. Ein paar mehr oder weniger ist scheißegal. Außerdem gibt's immer welche, die mitspielen wollen. Wenn ein Fass leer ist, muss man's auffüllen. Miese Vögel gibt's da drüben genauso wie hier. Vamos! Senor Django. Hallo, Fermin. Oh, wie lange habe ich Sie nicht mehr gesehen, Senor? Ah, verdammt lange nicht. Jetzt werden Sie doch hierbleiben, nicht wahr? Jetzt, wo Frieden ist im Westen. Nein, im Westen wird es niemals Frieden geben. Ich bin nur einfach müde, Fermin. Weißt du, war eine scheiß Zeit da unten. Wo sind denn die ganzen Leute hier? Sie sind auf den Feldern. Wir haben jetzt gerade sehr viel Arbeit, Senor. Auch was Feines. Naja. Wo ist mein Bruder? Senor Dennis rüber zur Ranch von Ramirez geritten. Seit ein paar Wochen ist er wie wild hinter den Mädchen her. Ja. Und auf der Ranch von Ramirez gibt's sehr viele. Soll ich ihr Gepäck aufbringen? Lass mich einen Moment allein. Holen wir uns, was meint ihr? Na ja, bitte. Wir sehen erst mal nach, was da unten so alles rumkraucht.
Sonnenfinsternis. Am 17. April. Naja. Jetzt erzähl mal. Wir sind Männer von Carrancho. Carrancho? Wo steckt er? Meinst du, ich sag dir das... Mach die Schnauze auf! Auf der Ranch von Ramirez. Den Burschen hier habe ich draußen auf dem Feld aufgelesen. Er ist keiner von den Arbeitern. Und er war bewaffnet. Sag guten Tag, Amigo. Wieso schleppst du denn den hier an? So einen Sack knallt man doch nur eine und buddelt ihn unter.
Das reicht nicht. Ich habe ihn erwischt, wie er gerade an deiner lieben Nina rumgespielt hat. Da kann man mal sehen, wo bei den Typen das Hirn sitzt. Dafür machen wir uns einen netten Tag und schneiden dich in Streifen. Ja, das wird wirklich ein fabelhafter Tag. Eine Leiche kann nichts mehr erzählen. Mein Name ist Dennis. Ich wollte Senor Ramirez besuchen, wissen Sie? Ich bin mit seinem Sohn Carlos befreundet. Senor Ramirez ist leider verhindert. Ja, wenn das so ist, dann komme ich später wieder. Einen Moment. Es wird Sie vielleicht interessieren, dass im Augenblick ein ganz reizender Besuch da ist. Es ist ein Bekannter von Ramirez. Sagen Sie ihm einfach mal guten Tag, aber ohne Waffen. Wir sind doch hier unter Freunden. Nein. Geben Sie schon her. Für einen Lumpienkuss ein bisschen viel. Schätzchen, denk doch mal nach. Es gibt noch was. Verdiene dir. Das nächste Mal wird angeklopft. Da draußen ist so ein Bengel und wir dachten, dass... Habt ihr Scheiße im Kopf, dass ihr mich deswegen stört? Raus mit euch, sonst werde ich ungemütlich. Ja, was sollen wir denn mit dem Jungen jetzt anfangen? Ihr werdet mit dem Kerl auch wohl allein fertig werden. Nicht doch, Boss. Du weißt ja, wir tun nur das, was du sagst. Du weißt ja, wie gehorsame Diener. Ich höre noch, was du mir mal gesagt hast. Die jungen Wölfe folgen dem alten Löwen. Das ist wahr, und der Löwe bin ich. Für gewisse Dinge seid ihr ganz brauchbar. Aber nur solange, wie ihr nicht allein seid. Das ist es. Nur durch die anderen seid ihr wirklich gefährlich. Aber was glaubt ihr denn, was passiert, wenn ihr einmal einem Mann allein gegenübersteht? Nur du und er. Du denkst doch nicht etwa, dass ich Hilfe brauche, um einem Mann ein Stück Blei zwischen die Augen zu setzen. Das könnte ich jetzt auch bei dir. Natürlich, versuch es doch. Ich mach das allein. Fangen wir an, Löwe. Warum setzt du eigentlich so hoch, Tom? Das Spiel wirst du nicht gewinnen. Thank you.
Damit hast du es noch nicht gewonnen. Das würde ich nicht sagen. Es ist auch so entschieden. Ich habe das Gefühl, dass wir unseren großen Löwen verloren haben. Du bist ein Nichts geworden. Was bist du nur für ein Idiot, Tom? Ich brauche Männer wie euch, das stimmt. Genauso, wie ihr mich braucht. Der Unterschied ist nur, dass ich euch ersetzen kann, wann ich will. Aber was könnt ihr tun? 30 Jahre würden nicht reichen, um einen Namen wie meinen zu erkämpfen. Ja, ja, ich verstehe dich ja. Ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Ja, schon gut. Ihr sitzt ein bisschen zu viel auf eurem Arsch rum. Das macht nervös. Ihr könnt euch ja mit dem Bengel da beschäftigen. Irgendwas fällt euch schon ein. Und wenn ihr das nächste Mal hier reinkommt, erzählt mir nicht wieder solchen Mist. Und vor ein paar Tagen war der Indio so sauer, da hat er ihm ein Ohr abgebissen. Und weißt du, was ihn am meisten ärgert? Dass sein Hut schief sitzt. Du musst weg hier. Du hast nicht mehr viel Zeit. Dieses verdammte Schwein wird dich sonst umbringen. Hey, was soll die Knallerei? Der Junge ist abgehauen. Der kommt nicht weit. Video! Bring ihn lebend! Hast du verstanden? Ja! Thank you.
reden. Was wollt ihr denn von mir? Ich habe euch doch nichts getan. Warum bist du weggelaufen, mein Junge? Ich bin ein freier Mensch und kann kommen und gehen, wann ich will. Kommen und gehen? Na, das denkst du. Und das ist ein Fehler. Hier wird gemacht, was ich will. Sieh nur, er hat die Hosen voll. Warten wir noch eine Weile und er blökt vor Angst wie ein Schaf. Den Gefallen werde ich niemandem tun. Nein. Wenn das so ist, ist es doch das Beste. Du beweist uns deinen Mut. Die Männer, die du hier siehst, sind die besten Revolverschützen. Von Kalifornien, von Mexiko und Arizona. Tom Leader, der Indio, Pete Erickson. Also, wer von euch will gegen den Jungen antreten? Ja, ja, ja. Ich hab den Vogel gefangen, Porfirio, also werd ich es machen. Ich will mich nicht schießen. Lasst mich doch gehen. Aber natürlich, mein Junge. Aber erstmal musst du den Indio wegputzen. Dann kannst du gehen, wohin du willst. Geht? Mach das Seil für sie fertig. Bitte lasst mich los! Ich will nicht! Schnauze! Lass ihn mir, Indio. Nein, Ted. Ich habe ihn mir geschnappt, also werde ich ihn auch umlegen. Kennst du die Regeln, Junge? Ich erkläre sie dir. Es werden zwei Männer, die sich duellieren wollen, an ein Seil gebunden. Aber erst wenn ich das Seil durchschossen habe, fängt es an. Und wenn es soweit ist, versucht sich jeder so schnell wie möglich zu befreien. Tja, und wer der Schnellste ist, der pumpt den anderen voll. Ich zieh meinen Colt nicht. Oh, wenn das so ist, stirbst du als Feigling. Glaub einem alten Mann, mein Junge. Du wirst schießen. Du bist einfach zu stolz, es nicht zu tun. Was ist, wollen wir jetzt anfangen? Hm? Also los! Das überlasse ich dir. Mhm. Na ja, du bist der Boss. Das weg. Ah! Ah!
Schieß doch! Schaff ihn auf den Mist, Indio! Oder nein, häng ihn am Tor auf, damit ihn jeder sieht! Wir müssen ihn da runterholen. Das ist gefährlich, Pedro. Er war ein Christ und wir sollten ihn wie einen Christen begraben. Wer war das? Reich meine Flasche an. Warum denn nicht? Auf dem Weg nach Süden. Ich habe ziemlich lange keinen Fremden mehr hier gehabt. Naja. Noch vor ein paar Jahren haben sie hier aufeinander gestanden. Ich will jetzt neugierig sein, aber wo willst du eigentlich hin? Ach, was geht mich ja nichts an. Ich will zur Ranch von Ramirez. Von der Familie ist keiner mehr da. Wenn du Arbeit suchst, dann versuch's lieber woanders. Kann ich ein Zimmer haben? Dann musst du aber nett zu meinen Flöhen sein, mein Junge. Was zu beißen will ich auch, verstanden, Opa? Du kannst dir von mir aus auch den Magen verderben, alles zu deiner Verfügung. Das Personal auch. Die Kleine da drüben bedient dich so, wie du es willst, hm? Chupa! Chupa! Geh rauf und mach für den Gentleman ein Zimmer fertig. Samuel! Samuel! Ach, ich hab schon gedacht, ich haben die Schakale gefressen. Die Männer von Carrancho haben einen Jungen gefangen und... Sie kommen von der Ranch, ja? Nein, ich komme nicht von der Ranch. Ich arbeite auf denen, ich weiß nichts. Na, hör mal, Mädel, ich hab mich doch nicht verhört. Nein. So, das Zimmer ist fertig. Wenn Sie wollen, gehe ich mit Ihnen. Oh, das lassen wir lieber. Mein Muli steht da draußen. Bring's in den Stall. Und gut füttern, hörst du?
am 17. April. Sie waren auf der Ranch, nicht wahr? Ist es so? Ich bin vorbeigekommen. Ich glaube, mein Stiefel brennt. Was machst du denn hier? Ted wird eine scheiß Wut haben, wenn er erfährt, dass du mit ihrem Puff rumtreibst. Los, schwing die Röcke und verschwinde! Schrei nicht so, du Stinker! Hey, Chupa, wer ist der Knabe in dem bunten Kittel? Kriegst gleich was auf den Arsch, Hugo. Raus mit dir! Dreh deine weiche Birne um, mal sehen, wie du aussiehst. Netter Mensch, Fremder. Gib's dem Totengräber auch mal was zu tun. War schon fast am Verhungern. Scheiße, die haben noch eine Flasche zu bezahlen. Aber eins würde ich gern wissen. Warum, verdammt nochmal, hast du die Brüder hier drin umgelegt? Bestimmt steckt mir Carancho jetzt das Haus an. Binde das Gelumpe auf die Gäule. Die laufen zur Ranch zurück und keiner weiß, wo die Kerle umgelegt worden sind. Ja, ich glaube, du hast recht, ist wohl das Sicherste. Chupa, komm mal her. Los, fass mit an. Wir bringen die Vögel erst mal raus. Hey, Sie da! Kommen Sie mal rauf. Ich? Mhm. Also los, Kindchen, erzähl mir was. Was wollen Sie denn wissen? Danke, wenn du willst, kannst du wieder gehen. Heute ist der 14. April, in 3 Tagen bin ich auf der Ranch. Die werden Sie töten. Geh jetzt, sonst wirst du unterwegs noch vom Gewitter überrascht. Gewitter, sagen Sie? Im April regnet es ja nie, bestimmt nicht. Regnen wird's auch nicht.
Ich überschütte dich mit dem Zeug. Muss dir nur was Nettes einfallen lassen. Und wie ich dich kenne, wird dir viel einfallen. Porfirio! Porfirio! Zwecker, ist denn los, Idiot? Wenn ich das Schwein kriege. Psst. Komm her. Was steht ihr hier so blöd rum? Bewegt eure verdammten Ärsche und schafft mir diese Bauern ran. Alle, verstanden? Alle! Eine von den Ratten wird schon wissen, wer an der Sauerei Schuld hat. Diese Schweine! Diese elenden Schweine! Abknallen! Muss man das Scheißgesindel einfach abknallen! Mit Carancio kann man sowas nicht machen. Nicht mit mir! Einer von euch wird wissen, wer meine Männer umgelegt hat. Oder wird's mir auch sagen? Du da hinten. Weißt du es? Sag es mir! Hör zu, Bauer. Ich warte nicht. Mach's Maul auf! Und wenn ich euch alle in Fetzen reiße, einer wird mir erzählen! Idiot! Vier! Wir sehen uns später. Wann? Morgen Abend. Komm zu Samuel. Dieses Mistvolk wird an den Tag lange denken, das schwöre ich dir. Es ist mir scheißegal, ob einer vier Männer abgeschossen hat. Die zweite hat einen Haufen Dreck. Aber verdammt nochmal, jeder soll wissen, dass man die Männer, die für mich, für Carancio arbeiten, nicht ungestraft umlegen darf. Niemand! Kein Mensch darf anrühren, was mir gehört. Kein Mensch! Vergiss nicht! Kein Mensch! Zum Teufel hast du gesteckt. Warum habt ihr das getan? Nina, du weißt, ich warte nicht gern. Du kommst jetzt mit, verstanden? Nein! 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 Lass mich los! Nein. Porfirio, ich bin runter zu Samuel geritten. Warum? Die Landarbeiter haben irgendwas vom Kerl gefaselt, der da wohnt und ein unheimlich schneller Schießer sein soll. Mal sehen, wie gut der Knabe wirklich ist. Ich glaube nur, was ich sehe.
gut. Bin immer locker. Chacha, ich möchte mich ein bisschen mit dem Bruder unterhalten, der hier neulich die Ballerei veranstaltet hat. Wo steckt er, hä? Sag mal, hast du Dreck in den Ohren? So, Mädel, jetzt mach gefälligst das Maul auf. Wenn du so ein Geschrei machst, reiß ich dir einen Arsch auf. Da musst du aber ein bisschen früher aufstehen. Jetzt pass mal auf, Gringo. Bevor ich dich umlege, möchte ich gern deine Fresse sehen. Nimm also den Fetzen da weg. $10,000 bekommt man für dich. Ein Haufen Geld für so eine Laus. Du bist doch gar keiner. Außer du bringst ein paar von deinen Freunden mit. Was willst du eigentlich von mir? Keinen Schritt weiter. Umlegen will ich dich, weiter nichts. Du musst weg, Junge, das ist alles. Und wenn du nachdenkst, wirst du es einsehen. Du bist doch wohl nicht dicht. Wir wollen die Herrschaften nicht beim Schlafen stören. Also ist besser, wir reden draußen weiter. Geh schon. Liebe Ted Corbin. Na, komm mal ein bisschen näher. Wer bist du? Na los, red schon. Du erfährst früh genug, wer ich bin. Wenn du Nina suchst, komm morgen früh zur Tränke, zu Samuel. Wo ist Tom? Er ist hinten. Danke. Was wollen Sie? Bisschen mit Ihnen plaudern.
Aber es muss nicht unbedingt jetzt sein. Ich habe reichlich Zeit. Ich warte beim Trauerzug auf Sie. Moment mal. Geh nicht. Ich habe Angst. Ich muss. Sei vorsichtig. Komm her, Tom, die geben eine gute Zielscheibe ab. Liebling kommt nicht mehr. Hey, du. Was willst du hier? Ich möchte mit Porfirio Carrancho reden. Na, warum nicht? Ich bring dich zu ihm. Nicht bewegen. Dreh dich um und halt schön die Finger ruhig. Du Arschloch! Der Mann, von dem ich euch erzählt habe. Geh und sag's den anderen. Verschwindet von der Ranch. Porfirio Carrancho? Stell dir das mal vor, Gringo. Manche nennen mich Django. Also, was willst du von mir? Vielleicht für Sie arbeiten. Was hättest du mir denn zu bieten? Ich hab ein paar ganz hübsche Sachen drauf.
Was soll das mit dem Colt? Gib her das Ding. Hier trägt niemand eine Waffe. Ohne meine Erlaubnis. Oh, weißt du, ich habe mich so an das Ding gewöhnt, ich hänge richtig dran. Dafür wirst du doch wohl Verständnis haben. Wenn du für mich arbeiten willst, dann musst du gegen einen von meinen Männern antreten. Und wenn du ihn schaffst, dann werde ich einen neuen Mann brauchen. Na, mit Vergnügen. Ja, wie du willst. Geh raus. Was gibt's, Jungs? Mit denen wirst du vielleicht mal zusammenarbeiten. Und der da nennt sich Django. Er hängt hier an seinem Schießeisen. Macht alles für das Seilduell fertig. Na los! Wer ist das? Ich weiß nicht, aber ich habe ein dummes Gefühl. Ganz einfach umlegen. Nein, wir wollen nichts übereilen. Vielleicht ist der Bursche ein Sheriff. Wir wollen erst mal sehen, wie er mit seinem Schießeisen umgehen kann. Und später nehmen wir uns dann richtig vor. Und das wird ihm keine Freude machen. Komm her. Ich möchte jetzt wissen, woher du gekommen bist und was du von uns willst. Später. Erstmal das Duell. Das gefällt mir. Ein Mann, der gleich zur Sache kommt. Du wirst gegen einen guten Mann antreten. Kid Erickson. Er hat also seine Erfahrungen. Oder wäre dir ein anderer vielleicht lieber? Tja, ich glaube, wenn ich dich recht verstanden habe, dann werde ich an den Platz des Mannes treten, den ich in diesem Duell umlegen werde. Dann schaff mir mal Ted Corbin ran. Du willst dich mit Ted Corbin schießen? Das ist doch wohl der beste Killer, den du hast. Ted! 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 Ich habe ihn schon überall gesucht, weiß auch nicht, wo er steckt. Du musst dir leider einen anderen aussuchen. Ah, wie schade. So einen Posten hätte ich gerne übernommen. Na, vielleicht treibst du ihn noch irgendwo auf. Sperrt eure verfluchten Schlitzaugen auf und findet den Burschen, verstanden? Ich will nicht ewig warten. Das finde ich ganz reizend. Ich fürchte nur, ich verdiene diese Güte nicht. Sieh mal, es ist so. Da ist nämlich etwas, was dir nicht gefallen wird. Aber vorher noch was anderes. Vor ein paar Tagen sind 5 von deinen Männern auf meiner Ranch aufgetaucht. Jetzt sind sie tot. War Notwehr, versteht sich. Woher weißt du, dass es meine Männer waren? Hier läuft ein Haufen Gesindel rum. Einer von den 5 ist langsam gestorben. Er hat mir einiges von dir erzählt. Nette Sachen. Moment, da ist noch was anderes. Da fallen mir noch 4 Typen ein, die in Samuels Kneipe gekommen sind. Tja, und die haben mich ein bisschen geärgert und jetzt ist ihnen die Luft ausgegangen. Oh, es tut mir wirklich leid, Carancho. Ich bedauere sowas unendlich. So, dann bedauerst du hoffentlich auch, dass deinetwegen 4 Landarbeiter gestorben sind. Ich habe sie aufgehängt. Ich bin enttäuscht von dir. Das ist genauso, als
als wenn du einem Hund einen Tritt gibst, weil du es beim Menschen nicht wagst. Ich finde Ted nicht. Das ist doch wirklich zu dumm. Na, wie wär's denn dann mit Tom Leader? Tom! Tom! Ich habe Tom seit 2 Tagen nicht mehr gesehen. Sollte der etwa auch nicht da sein? Na bitte, dann nehmen wir eben den Indio. Ist doch ein nettes Kerlchen. Und erzähl mir bloß nicht, dass der auch keine Zeit hat. Schluss jetzt! Du wirst jetzt kämpfen! Ich hab genug von dem Quatsch! Ja, ist ja gut. Ich würde ja gern, aber gegen wen denn? Gegen den, den ich dir aussuche. Darüber, Kid! Augenblick noch. Ich habe nacheinander 3 Männer vorgeschlagen und nun... Die sind nicht da! Lass das Gequatsche! Na bitte, dann werden wir den Spaß eben verschieben müssen. Er ist verrückt geworden, der Gringo! Voll verrückt geworden! Wenn du Lust hast, kannst du noch mal beten. Ach, da fällt mir noch was ein. Ich hab da was für dich, was dich ganz bestimmt sehr interessieren wird. Den guten alten Indio hat's erwischt. Er war, glaube ich, ein Mann, den du sehr geschätzt hast. Aber weißt du, für mein Gefühl hat der Knabe ein bisschen zu viel Dummheiten gemacht. Und eins wirst du mir nicht glauben wollen, der liebe Indio war ein Feigling. Thank you.
Ted Corbin hat mir die meisten Schwierigkeiten gemacht. Was? Willst du damit sagen, du hast doch Ted Corbin umgelegt? Gringo! Das ist eine verdammte Lüge! Hey du, Gringo! Ich glaube, es wäre gut, wir würden mal miteinander plaudern. Ach, von mir aus, ich weiß zwar nicht warum, aber bitte, nimm doch das Gerät weg. Schon vorsichtig. Also gut, wechseln wir das Lager. Wo steckst du?
Du mistiger Gringo! Das ist eine verdammte Lüge! Das Amulett gehörte Indio, das weißt du. Das hast du irgendwo gefunden oder vielleicht auch gestohlen. Ich werde mit dir warten, so lange bis Ted und Indio zurückkommen. Dein verdammter Schädel sitzt locker, Gringo. Auf die beiden kannst du lange warten. Ich habe dir von Ted Corbin auch was mitgebracht. Abknallen! Aber, wer wird's denn so eilig haben? Ich erzähle euch noch was von Tom Leader. Das wird dich am meisten interessieren, das kannst du mir glauben, Carrancho. Nicht unwichtig für dich, was ich dir zu sagen hab. Töte ihn! Töte ihn, Porfirio! Willst du das Schwein denn leben lassen? Ach, wichtig für mich? Wenn die beiden Knaben hier verschwinden, sage ich dir alles. Weg mit euch! Der lügt doch nur, begreifst du das nicht? Erschieß ihn, bevor er dich erschießt! Töte ihn! Halt die Schnauze! Also spuck's endlich aus! Das wird ja wohl reichen, denke ich. Mit dieser Ratte hast du mich betrogen? Das ist doch mein Smaragd. Das begreife ich nicht. Er hat ihn irgendwo gefunden. Oder ein Peon hat ihn mir gestohlen. Ja, gestohlen. Raus mit der Sprache! Sie haben ihn von einem Peon gekauft, nicht? Liebling, ich wollte es dir ja immer sagen, aber du hättest dich nur darüber geärgert. Das war dumm von mir, nicht wahr? Nein, ich bitte dich! Porfirio, du weißt doch, ich liebe dich! Ich habe immer nur dich geliebt! Warte! Nein! Ich habe mit Lieder nicht von Mann zu Mann gekämpft. Der war es nicht wert. Tom Lieder ist gestorben wie ein abgestochenes Schwein. Was führt dich denn her? Ist was passiert oder schickt dich Carrancho? Habt ihr einen Fremden gesehen? Nein. Na gut. Ich geh mal runter. Wahnsinnig, worauf wartet ihr? Legt ihn um! Niemand hilft dir. Nein, niemand, Carrancho.
Glaubt mir. Seht ihr nicht, was er vorhat? Er kann es allein nicht gegen uns aufnehmen. Er will, dass wir uns gegenseitig fertig machen. Das ist zwecklos, Carrancho. Keiner krümmt auch nur einen Finger für dich. Jeder weiß, dass du fertig bist. Es wird schon ein hübscher Sarg für dich gezimmert. Nichts kann dich mehr retten. Die Zeit ist abgelaufen. Carrancho, der Himmel selbst wird es uns beweisen. Jetzt! Nein, warte. Bitte schieß nicht. Vielleicht können wir beide... Ich biete dir das Geschäft deines Lebens. Sieh nur her. Ich habe Juwelen. Viele Juwelen. Wir können Partner werden. Ist das kein Geschäft, hä? Nein, ich gebe dir alles. Ja, sie bedeuten mir nichts mehr. Trotzdem, wenn wir beide zusammen... Wir könnten reich werden. Ja, Könige könnten wir werden. Jetzt bist du dran, du Schwein. Warum? Was hast du davon? Nein, ich will nicht kämpfen. Denk an Dan. Er war mein Bruder und er wollte auch nicht kämpfen. Du hast ihn trotzdem umlegen lassen. Ihr habt ihn abgeschlachtet wie ein Tier, ohne ihm auch nur die Spur einer Chance zu geben. Ich wollte es nicht, es war Ted Corbin. Du warst dafür verantwortlich. Wenn die Uhr nicht mehr schwingt, kannst du deine Knarre ziehen, Carrancho. Ich will nicht mit dir kämpfen. Du wirst mich doch nicht so einfach umbringen. Einen wehrlosen Mann. Die war für meinen Bruder. Die ist für Juan. Die Würmer werden sich an dir den Magen verderben.